Test, Test, Test. Ist meine Mikrofonqualität wieder gut? Ja, wie es scheint schon. Zum Glück nicht mehr so wie gestern. Gut, alles klar. So wie es aussieht, war es das noch nicht mit dem Dönerpreis. Dönerpreise werden nochmal sich verdoppeln in den nächsten Brother, Das war absolut gottlos. Tut mir nochmal leid an jeden Einzelnen, der sich das reingezogen hat. Aber komm, scheiß drauf. Gestern war ich noch schlecht gelaunt deswegen und heute ist meine Laune so. Oha, okay. Der hat sich mal ganz kurz in einen Beyblade verwandelt. Dönerspieß einfach. Der hat sich ein bisschen zu schnell gedreht. Aber keine Sorge, es geht ihm gut. Da, schaut doch mal in das Gesicht. Sieht so etwa das Gesicht von jemandem aus, dem es nicht bestens geht? Ich weiß echt nicht, an welcher Ecke wir in dieser Simulation falsch abgebogen sind, dass Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, jetzt auf einmal TikTok macht. Let's go. So, gehen wir auf Position. Was passiert hier gerade? Ich glaube, Olaf Abi hat überhaupt gar keine Ahnung, was er hier eigentlich gerade tut, ne? Ich sehe alleine nur, wie er da steht, so kerzengerade, mit seinen Händen an der Seite und diesen Kopf so ganz leicht geneigt. Der Typ hat überhaupt gar keinen Plan, was er hier gerade macht. Der will das nur ganz kurz erledigen, da haben irgendwelche gesagt, so, ey, heute kommt so ein TikToker vorbei, du musst mit dem eine Challenge machen. Stark, Olaf. Die Energie stimmt. Der andere gibt sich so die Mühe seines Lebens und Olaf macht diesen einen Move. Krass, Olaf, krass. Umso öfter ich mir dieses Video reinziehe, ich bin immer mehr davon überzeugt, dass unser Bundeskanzler ein Echsenmensch ist. So würde niemals ein normaler Mensch dort stehen und sich verhalten. Aber jeder hat ja irgendwann auch einmal angefangen. Und ich glaube, jetzt kommt die richtige Primetime des Bundeskanzlers. Wieso sollte er auch irgendetwas Wichtiges für Deutschland tun, um sich um das Land kümmern? Nein, der wird ab heute TikToker. Olaf Prime. Boah, der Bruder ist stramm geworden. Ich muss euch tatsächlich etwas sagen, auch wenn ihr es nicht glauben werdet. Aber wer hätte es gedacht? Dieses Video ist fake. Oh mein Gott, was? Yep, aber ich bin der Meinung, der sollte wirklich mal ein bisschen mehr trainieren. Würde so unser Bundeskanzler aussehen? Oh mein Gott, alle Leute auf der Welt hätten direkt den dicksten Respekt vor Deutschland. Olaf, geh endlich Gym. Kartoffelgerichte bewerten. Ey, das ist doch schon wieder dieser eine Typ. Und doch schon wieder Olaf. Okay, Olaf musste nicht nur bei einem TikTok mitmachen, sondern auch bei dem zweiten und jetzt einem Kartoffel-Ranking. Ich meine, wen hat es denn nicht schon immer interessiert, welches Kartoffelgericht wohl Olaf auf die Nummer 1 ranken wird? Okay, Kartoffel-Ranking, Skala 1 bis 10. Skala 1 bis 10? 1. 1? Oh, okay. Wieso guckt er auf das Handy mit dem gleichen Blick wie jeder andere, der über 45 Jahre alt ist? Ich schwöre, wenn ich meiner Mutter irgendein Meme oder so gezeigt habe, sie macht immer diesen Blick. Und ich glaube, das machen einfach alle älteren Leute. Sobald ein Handy ist, sie müssen immer diese Augen so zukneifen und diesen Signature-Blick machen. Dann machen wir weiter. Was haben wir hier? Das sind so, ist das so frittierte Kartoffeln, so ähnlich so wie Pommes. 9. 9? Okay, Olaf ist wählerig. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier Süßkartoffeln. Was würden Sie sagen? 7? Okay. Was würden Sie sagen? Er muss ihn sogar noch siezen. Sag doch einfach du. Der Olaf ist doch jetzt ein Bre. Ihr habt jetzt TikToks zusammen gemacht. Ihr müsst euch doch jetzt nicht mehr siezen. Das ist 2. 2? Oh, geh ich mit auf jeden Fall. Was haben wir noch? Ich komme nicht auf den seinen Blick klar. Der guckt in dieses Handy rein und ich sehe, der bekommt gerade den absoluten Kulturschock. Der weiß überhaupt nicht, was er hier gerade tut. Wie lange geht dieses verf***te Kartoffel-Ranking? Und wieso gucken wir uns das überhaupt so lange an? Was haben wir noch? Chips? 3? Okay. Oh, Chips auf Nummer 3, ja? Unser Bruder ist auch eine kleine Naschkatze, hä? Abends immer mal, ne, nach der harten Schicht im Bundestag, erstmal zu Hause auf die Couch fetzen, Alter, ne Kohle aufmachen, ne Packung Chips und erstmal dicken Fressfleisch schieben, jetzt erst nach 1. April, nachdem er endlich legalisiert hat. Und ab geht die wilde Post. Okay, und wir haben jetzt noch 3 hier. Wieder, nee, das... Ja, okay, ich spule das jetzt ganz mal vor. Das ist das finale Ranking für irgendjemanden, den es... Als ob es irgendjemanden interessiert, was jetzt Olaf sein finales Ranking ist bei den Kartoffeln, komm. Ja, nee, aber Spaß beiseite. Ich fand's richtig geil. Mir hat's richtig Laune gemacht, das anzuschauen. Das war richtig nice.
Und was ist das jetzt schon wieder? Kann es nicht endlich aufhören mit diesen Olaf-TikToks? Bitte, ich bekomme eine Olaf-Scholz-Psychose. Wenn ich mich heute Abend in mein Bett lege und seelenruhig einschlafen will, weil ich mir denke, yes, Alter, den nächsten verdammten Tag überstanden, ne? Dann muss ich safe an Olaf sein Gesicht denken und diese TikToks. Bro. Der ist F-Boy geworden auf einmal. Das ist das Letzte, was das Mädchen sieht, bevor sie nach ihrem Snapchat gefragt wird. Komm, lass gut sein mit den Olaf-Abi-TikToks. POV, dein Nachbar hat zu oft 8 Mile geschaut. Seid ihr down mit dem Scheiß aus? 1, 2, 3, ich hab die Box in der Hand. Etwas geklappt, bald bekannt in deinem ganzen Land. Der denkt auch, sein Balkon ist die Mainstage geworden. Und was passiert da unten? Moshpit da unten, ne? Alle Nachbarn gehen bestimmt crazy. Also ich muss sagen, der Typ hat safe eine absolute Psychose, ne? Alleine sich da hinzustellen mit dieser fetten Box und dann einfach irgendwas zu freestylen. Rein in diesen großen Hinterhof, wo alle Wohnungen drauf gucken. Ja, Psychose. Aber irgendwo respekt ich auch den Hustle. Wie soll man denn sonst besser werden? Wo soll man denn sonst üben? Stell dir vor, du bist gerade so in deinen 60ern, hast dein ganzes Leben gearbeitet und jetzt willst du einfach nur deinen Arsch auf die Couch setzen, dich zurücklehnen und das Leben genießen. Und auf einmal hörst du den Bruder da draußen, wie er ein halbes Konzert gibt. Ich kann es verstehen, warum 50% von Rentnern heutzutage einfach nur verbitternde, abgefuckte Menschen sind, die den ganzen Tag kurz vorm Ausrasten stehen. Am Wochenende, als ich mich so mit meinen Jungs getroffen habe, haben wir so, ja, die ein oder anderen Dinge verspeist und dabei ein bisschen MMA geguckt. Und ich habe echt keine Ahnung, was in den einen Kämpfer da geraten ist, aber Bruder, was war das denn bitte für ein Jubel? Thomas needs to be careful, he doesn't leave himself exposed. Oh, he's dropped him! That's it! That is it! Hey, come on, this! Steps in and end! Yo, bro, what the f***? Na, ah, das ist wirklich respektlos, ne? Das ist zwar scheiße lustig, aber das ist wirklich respektlos. Bruder, der nimmt den einfach von hinten und macht, ja. Mehr Disrespect geht echt nicht, ne? Wisst ihr, es gibt so tausende von diesen Fair Sports Moments, wo man so coole Sachen sieht, so im Sport, wo andere Leute so freundlich miteinander sind. Und dann gibt's sowas. Ja, der hat ihn halt, wortwörtlich gefickt, ne? Hey! Ja, wir sehen hier einfach nur einen Mann, der halt eine sehr schwere Hantel nach oben hebt. Ist sonst nichts Verwunderliches an dem Video. Yo, stark, Bruder, stark, du machst das gut. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, der Hantel. Ja, das, der hat das sehr krass gemacht. Was geht da mit deinem Kopf ab, Bro? Ist alles gut? Wieso sieht das so aus, als würde dein Gehirn nach draußen gepresst werden? Genau so fühle ich mich, wenn ich so damals in der Schule so 10 Minuten gelernt habe und dann fertig war. Aber ich mir dachte, boah, erstmal genug gelernt. Mein Schädel, der brummt mir schon. Mehr passt nicht rein, das war's. Die Kapazitäten, sie sind voll. Keine Ahnung, vielleicht kann mir das irgendjemand in den Kommentaren auf Ernst beantworten. Was passiert da mit seinem Kopf? Und bitte normale Antworten, okay? Ich stelle hier gerade eine ernst gemeinte Frage, okay? Spart euch eure Troll-Kommentare. Ich will nichts lesen, okay? Ich will nichts von euch dann lesen. Sei leise. 40, 20, das ist super, der fährt durch. Boah, sexy. Wie, boah, sexy. Habe ich da gerade ernsthaft ein Video gesehen von irgendeinem kleinen Jungen, der einen Zug filmt, dann den exakten Namen von diesem Zug sagt und dann ihn auf den Arsch filmt und sagt... Boah, sexy. Okay. Ja gut, ne? Jeder wie er mag. Geil, ich feiere das. Ich feiere das wirklich, dass solche kleinen Butchis solche coolen Hobbys haben. Also auf Ernst. Immerhin sitzt er dort am Bahnhof und filmt die Züge, anstatt am Bahnhof zu sitzen und an der Elfbar die Züge zu nehmen. Fährt durch. Boah, sexy. Geiler Typ wirklich, ne? Und BAM! Was ein geiler Arsch von dem Zug. Boah, sexy. Als ich so in meinem Bett lag, bin ich auf dieses Video gestoßen und ja, eigentlich ist es halt nur ein Typ, der dort irgendwie etwas isst und der Typ hat halt eine riesige Stirn, ne? Also wirklich eine Bomboklatt-Stirn, ja, das ist ein Wucher, Bro. Das ist... Und als ich dieses Video so gerade sehe und auch diese Stirn bemerke, wusste ich direkt, wenn ich jetzt auf die Kommentare klicke, dann wird's einfach nur gottlos. Oh Gott, da schreibt jemand wirklich, dass die Hairline ein eigenes Penthouse hat. Someone said a sniper's dream. Oh
Gott, Bro. Und wie kann es eigentlich sein, dass wenn ich die Kommentare geöffnet habe, immer noch seine Stirn sehe? Boah, das... Bro remembered what happened tomorrow. Ey, gut, das reicht. Das ist wirklich gottlos, der Arme. Lass ihn doch einfach seinen frittierten Cheesy-Meesy essen. Keine Ahnung, was das ist und gut ist. Also, dass ich diese Stirn gesehen habe, als ich die Kommentare geöffnet habe, das war wirklich too much. Und was passiert da jetzt schon wieder? Was ist das denn für einen Underground Rave? Und wieso kommt da einfach dieser Typ geflogen? Die tun so, als wäre das alles normal. Und was geht eigentlich mit den anderen NPCs da ab? Was ist deren Mission? Da filmt einfach jeder oder ist live irgendwo und hat so eine fette Softbox obendrauf. Was geht da vor sich? Also erstens, was auch immer der DJ da versucht oder auflegt, Bruder, lass sein, wirklich, Sch*** drauf. Das klingt absolut Müll, was ist das? Als ob sich irgendjemand denkt so, boah, ich geh heute in den Club, ja, und dann läuft das. Und zweitens, wer sind diese anderen Menschen dort und wieso haben die wirklich alle ihr Handy drauf und halten denen das so ins Gesicht, als wäre das die Attraktion des Jahrtausends? Ich wette, würde morgen in New York das erste Alien gesichtet werden, nicht mal da würden so viele Leute filmen wie dort. Ja, schau mich jetzt nicht so an, okay? Ich habe auch keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich weiß es auch nicht. Aber was ich weiß, dass es unglaubliche neue Preisupdates im Kaufland gibt. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin wieder im Kaufland Schweinfurt unterwegs und es ist mal wieder soweit. Der Frub-Joghurt kostet 29 Cent im Angebot. Was? Der Frub-Joghurt nur noch 29 Cent im Angebot? Ja, da muss ich doch mal direkt zuschlagen, oder? Boah, das ist heftig. Und jeder, der das genauso heftig findet wie ich und dieser Typ hier im Video, dass der Frutjoghurt nur nach 29 Cent kostet, der gibt jetzt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Channel, ey. Ich danke euch, Jungs und Mädels, ja? Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.